Mensch, Egon Müller auf dem Holsteinring. Sag mal ganz ehrlich, welcher Affe hat dich gelaust, dass du heute nochmal aufs Motorrad gestiegen bist? Du weißt schon, was du da tust. Wir haben noch Großes vor, aber es war alles gut gegangen. Also wir brauchen dich, denn ja, wir haben wirklich ein heißes Ding. Ja, genau. Fernsehen rief an und sagt, Egon, einmal musst du noch fahren. 8 Jahre habe ich nicht auf so einem Dünn gesessen, davor 17 Jahre nicht. Also ich habe mich jetzt nochmal gequält. 2 Runden habe ich gesagt, oh, was machst du hier denn für einen Scheiß, Müller? Was soll das? Ne? Und auf einmal war das wieder da, das Gefühl, das Ding in die Kurve rein, auf die Starts, perfekt, alles. Ja, Müller, ich weiß, was auf uns zukommt. Also mit dürfte nichts passieren, weil dann sind wir nämlich nicht das Erfolgsteam vom letzten Jahr. Genau. Den Schäsel oben im Turm haben wir uns super ergänzt. Ne? Genau, und das wollen wir natürlich dieses Jahr noch ein bisschen cooler gestalten. Denn, ja, liebe Fans, am 20. August, da brennt die Luft auf dem Eichenring. Und der Eichenring in Schesel, ja, zu dem hast du ja ein ganz besonderes Verhältnis. Ich sag's ganz kurz. 1974, er kam, sah und siegte. Ja, und da hast du ja deinen ersten WM-Titel eingefahren. Und um die WM auf der Langbahn geht es auch in diesem Jahr. Und da gibt es einen ganz scharfen Favorit. Ich sag's euch, der Martin Smolinski, der ist mördergefährlich. Der ist gefährlich auf der Bahn. Aber naja, man muss ja auch ein bisschen Nationalstolz haben. Auch das ehrlich. Hat man, ja, aber es es ist ein sehr interessantes Fahrerfeld, sehr, sehr eng zusammen und in Schesel ist alles möglich. Du bist der lebende Beweis, dass in Schesel alles möglich ist. 1000 Meter, mega Action, ja, und ich freue mich einfach drauf. Langbahn-WM, ein Finale, liebe Fans, und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und Egon und ich, wir sitzen oben auf dem Turm, dann eigentlich stehen wir, weil wir dann besser gucken können. Und wir werden das Geschehen moderieren in altbekannter Weise. Ich freue mich wahnsinnig drauf, denn es wird eine coole Geschichte. Im letzten Jahr, es hat richtig gefetzt. Und dieses Jahr? Weitersagen und teilen auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Was immer. Also, wir sehen uns am 20. August auf dem Eichenring in Schesel zwischen Hamburg und Bremen, direkt an der A1. Ich freue mich drauf und du auch.